Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Pokémon Grün und wir befinden uns immer noch in der Nähe von Lavandia, der Stadt des Grusels, würde ich jetzt mal sagen. Und ich will hier noch ein bisschen einkaufen, denn nämlich hier kann ich hier große Bälle fangen. Ich fange große Bälle. Yay. Und damit werde ich erstmal mit 17 Bällen bedeckt sein. Ich habe hier sogar Wiederbelebung, aber es ist teuer. Ein Fluchtseil. Okay, Superschutz. Eisheiler, Verbrennungsheiler. Brauche ich momentan noch nicht unbedingt. Aber ich könnte noch ein paar Supertränke gebrauchen. Okay, dann habe ich jetzt hier aus dieser Stadt erstmal soweit alles gekauft, die mich ja in der letzten Folge sehr wahnsinnig gemacht hat. Aber gut, ich bin ja echt gespannt, wie diese Folge überhaupt ankommt. Im Prinzip kam mir diese Idee auch nur so ganz zufällig. Ich hatte eigentlich erst vorgehabt, diese Beta-Musik noch mit einzubinden, aber dadurch, dass die binaurale Töne hat und das für diejenigen, die unter 15 sind, nicht besonders gesund sein soll, habe ich mir gedacht, ich lasse das zumindest weg. Aber den Rest wollte ich so auf jeden Fall drin behalten. Und ich hoffe wirklich, das kommt recht gut an. Okay, hier haben wir einen Weg. Moment, wo bin ich jetzt überhaupt auf der Karte? Wo würde das überhaupt hinführen? Damit ich das auf jeden Fall schon mal weiß, wo ich da dann hinlanden werde. Okay, dann würde ich auf jeden Fall Richtung Safronia City gehen. Naja. Denke ich mal eigentlich nicht verkehrt, oder? Wenn ich jetzt Richtung Safronia City gehe? Schaden kann es eigentlich nicht, oder? Was meint ihr? Weil im Pokémon-Turm, da komme ich ja momentan echt nicht weiter. Und ich weiß echt nicht, was ich dafür brauche, um da jetzt weiterzukommen. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Also, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Das ist mir voll entfallen. Und ehrlich gesagt kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, dass irgendwie diese Geister in unserer Edition drin waren. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Egal, kämpfen wir gegen diese Göre hier. Was ist ein süßes, rundes, fluffiges Pokémon? Ein Pummeluff? Zumindest wüsste ich gerade nichts anderes. Dann hat sie wahrscheinlich einen Pummeluff, was sie auf uns hetzen will. Ja, na gut, dann nehmen wir ein Pipi. Okay, Master. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dieses Pipi zu besiegen. Aber gut, jetzt kommt es auch noch mit Duplex-Hieb an. Aber ich merke schon, das Pipi hat eine gute Ausdauer. Also zumindest hält es einiges stand. Und in dem Fall muss ich schon sagen, das ist echt schon enorm. Na, wie dem auch sei. So. Na, viermal, das geht ja noch. Okay. Es wollte mich also einschläfern lassen mit dem Gesang. Das kann also genauso singen wie Pummeluff, wobei, ich denke mal, dass den Gesang von Pummeluff kann nichts standhalten. Aber Master hat Level 27. Und noch ein Pipi. Obwohl. Ich werde mal Wriggle einsetzen. Genau, das kann ich auch noch ein bisschen hochleveln. Ist nicht verkehrt, wenn ich Wriggle da auch noch ein bisschen kämpfen lasse. Also Zeit für Konfusion. Okay, das zieht nicht viel ab, ich merke schon. Es wird uns nicht allzu viel helfen. Naja, wobei, ein bisschen bringt es ja was. Aber halt leider nicht allzu viel. Aber dennoch, wir kriegen Pipi erledigt. Solange jetzt nicht irgendwie der Angriff kommt von wegen Gesang und Wriggle eingeschläfert wird, geht's ja eigentlich noch. Aber das Tackle so schwach ist, ist auch schon heftig. Aber jetzt reicht es, yay. Und Level 26 für Wriggle. Und Wriggle wird Wirbelwind lernen. Nein, die Tacke nützt mir nichts. Also wirst du es nicht lernen. Nein, ja, das will ich auf jeden Fall abstoßen. Weil Wirbelwind, die Attacke ist echt sinnlos. Erst recht gegen Trainer. Sei nicht so böse zu meinen Pipi. Ach, war ich doch gar nicht. Ich hab's eigentlich recht lieb behandelt, oder was meint ihr? So. Ich bin ein randalierender, zockender Typ. Oder so ähnlich. Okay. Ah ja. Wir kämpfen gegen Spieler oder Zocker oder so ähnlich. Ich glaube, da ist bei uns Spieler übersetzt. Und wir kämpfen gegen ein Fukano. Okay. Dieses Fukano wird auf jeden Fall nicht lange gegen uns standhalten, auch wenn es uns grillen will. Oh, scheiße. Jetzt wurde auch noch... Okay, Master wurde gegrillt.
Jetzt ist nur die Frage, ob diese Grillung auch so lange standhält, wie ich jetzt das Pokémon nicht einsetze und irgendwie Schritte laufe, so wie bei Vergiftung. Vulpix, ich werde wechseln, ja. So, Pflanze sollte ich definitiv nicht einsetzen. Ich setze Envy Hawk ein. Damit komme ich nämlich am besten voran. Und dann werde ich Vulpix jetzt einfach mal mit dem Showfly erledigen. So, und tschüss. Auf Wiedersehen. Das ging echt flott. Ich habe den Punkt verfehlt. Okay, jetzt freue ich mich nur, wie gesagt, wie das... Wobei, Schaden bekommt es nicht, aber ich sollte trotzdem jetzt nochmal ins Pokémon Center wandern. Ist ja Gott sei Dank hier um die Ecke hier. Von daher macht das ja nicht allzu viel. Aber gut. Manche Leuten hat diese Stadt hier schon in den Wahnsinn getrieben. Mich ja auch in der letzten Folge. Aber trotzdem, ich gehe ja immer noch ab und zu rein, nur um Pokémon zu heilen. Aber wie gesagt, mit dem Pokémon-Turm, da muss ich echt nochmal gucken. Dass ich da noch meinen Weg finde. Dass ich das da irgendwie schaffe, da hochzukommen. Aber dieser Geist will mich ja nicht durchlassen. Ich meine, dazu braucht man auch ein bestimmtes Gegenständchen, aber... Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo man das nochmal bekommt und so. Oder war das echt so? Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr. Ich hatte irgendwie kaum noch Erinnerungen dran. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Du brauchst Strategie, um das zu gewinnen. Sagt wer? Ach, ein Streber. Direkt ein Streber. Will sowas sagen? Der auch nur einen Schleimer hat. Und dafür brauche ich Strategie? Nö. Dafür brauche ich einfach nur Schnabel. Okay, ich weiß zwar nicht, wie sich das verhält, wenn jetzt wirklich ein Schnabel in diesen Schleim... Oh, Gott sei Dank nur Silberblick... reinpickt, aber... Das müsste eigentlich theoretisch nicht allzu viel bringen, normalerweise. Weil theoretisch der Schnabel in diesen Schleim feststecken müsste, normalerweise. Ein Slimeock. Oder? Nee, Muck. Doch, Slimeock ist Muck, meine ich doch. Nee, ich will nicht wechseln. Ah ja, mit der riesigen Hand. Oh je. Aber diese Grafik finde ich jetzt auch nicht so schrecklich. Ich finde, die hat was. Naja. Giftgas, ah, du willst mein Master vergiften. Und ich habe noch nicht mein Gegengift. Aber die Scheiße, dass ich noch nicht mal allzu viel Geld, um mir welche zu kaufen. Ich glaube, ich sollte wirklich mal zusehen, dass ich mir wieder Gegengifte kaufe. Okay, bevor Master mir wegstirbt, werde ich gleich erstmal wieder... im Pokémon Center aufsuchen. Aber erstmal werde ich wieder Wriggle einsetzen. So, deswegen wechseln wir mal, damit Master erstmal keinen Schaden bekommt und Zeit für Konfusion. Und das ist wenigstens sehr effektiv. Deswegen mache ich noch einmal Konfusion. Und das Slime ist erledigt. Naja, immerhin. Tja, Super Nerd. Das ist nicht logisch! Ach, soll mir recht sein. Und ich würde mal sagen, ich steige mal wieder aufs Fahrrad. Ich meine, wozu habe ich es eigentlich, bevor ich wieder so blöd rumlaufe wie im Berg? Wo ich das im Prinzip wirklich hätte, ja, einsetzen können und diesen Berg hätte schneller bewältigen können. Aber ich habe jetzt zu spät dran gedacht. Egal. Zeit für eine Heilung. Wunderbar. Sie sind wieder alle fit. Ja, du wirst mich bestimmt wieder sehen. Also gut. Dann mal rauf aufs Fahrrad und ab geht's. Yay. So. Diesen Trainer habe ich besiegt. Wo ist der nächste? Ah! Vier Stück auf einmal? Moment, ich fange oben mit der Göre hier an. Ich mag Nidoran. Ich sammle sie auch. Warum sammelst du Nidoran? Okay. Eine Göre sammelt Nidoran. Ein weibliches Nidoran. Okay, Master, kriegen wir das hin? Ich denke mal schon. Schnabeln wir es mal zu Tode. Mal gucken, ob das was bringt. Okay, Nidoran weiblich ist besiegt. Okay, jetzt kommt Nidorina. Dann wird die aber noch eine Nidoqueen. Damit es vollständig wäre. Das sieht irgendwie bald schon mehr aus wie ein Schwein, dieses Nidorina.
Also, das haben die ein bisschen komisch gezeichnet zu dem Zeitpunkt. Aber naja. Ich finde dennoch, dass es wirklich weitaus schlimmere Grafiken hier gab. Ich meine, das Rettern ist immer noch das Heftigste, was wie eine WC-Ente aussieht. Und in dem Fall, ja, geht das ja eigentlich noch. Warum? Warum? Weil darum, weil ich einfach besser bin als du. Okay, ich wechsle mal zu Envy Hawk. Oder warte mal, Wriggle. Könnte nämlich auch noch was tun. Deswegen wird Wriggle erstmal nach vorne gesetzt. Weil hier haben wir nämlich einen Typen. Das könnte sein, dass das so ein komischer Typ ist. Schule macht Spaß. Aber auch Pokémon. Okay. Bist du ein Streber? Ja, du bist ein Streber. Und er hat ein... Natürlich. Ein... Smogon. Jetzt muss ich erstmal wieder auf den Namen kommen. Oh Gott. Aber gut, das kriegen wir auch sehr schnell kaputt. Dank der Psycho-Attacke, die wir ja haben, sind diese Gift-Pokémon eine Lachnummer. Auf Wiedersehen, Smogon. Das ging schnell, dadurch, dass er nur halt das eine hatte. Und er hat gesagt, er bleibt bei der Schule. Mauzi ist so süß. Miau, miau, miau. Oh Gott. Ende bloß nicht wie so eine Katze und, okay, lassen wir das lieber. gut. Also gut, sie hat einen Mauzi. Wriggle, das dürftest du doch wohl hinkriegen, dieses Mauzi zu besiegen. Ah, Kreideschrei. Wir werden angeschrien von einem Mauzi. Und er hat gesagt, Wriggle. Und das wird angebissen, angeknabbert von einem Mauzi. Ja, Final Messenger 13, du wirst angeknabbert von einem Mauzi. Ich hoffe, du stehst auf Knabbereinheiten, sonst wird das Ganze vielleicht ein bisschen schmerzhaft für dich werden. Naja, was haben wir jetzt? Noch ein Mauzi? Wie viele Mauzis hat die? Okay, Heras, du kannst auch mal wieder was tun. So. Nämlich will ich auf jeden Fall noch gucken, dass ich Heras auf das nächste Level bringe. Sprich, auf die nächste Entwicklung. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber... Jetzt kommt Zahltag. Überall liegen Münzen verstreut. Ja, ich weiß. Diesen Text habe ich wirklich beim Aufleveln schon oft genug gelesen und deswegen, dadurch, dass ich es auch gerne eingesetzt habe, irgendwann, ja, kennt man es einfach auswendig, die Texte. Und noch ein Mauzi, natürlich. Nein, ich will nicht wechseln. Okay, ja, komm, machen wir mal Zerschneider. Ich glaube, die Göre wird reich. Wobei, auch wenn sie diesen Kampf verliert, das wird ihr nicht viel nützen. Ja, denke ich mal. Aber gut, schauen wir mal, was das Ganze jetzt bringt. Vielleicht kriegen wir ja das Geld, was das Mauzi jetzt umgeschmissen hat. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch so ist. Also wir haben sie auf jeden Fall besiegt, das ist klar. Miau! Ja, wir sammeln die 96 Poké-Dollar einfach mal auf, die sie da mit ihrem Mauzi geschmissen hat. Okay. Auch mal geil, wir sind Diebe. Wir müssen dumm aussehen, hier so zu stehen. Naja, das tut er wirklich. Da gebe ich dir sogar recht. Naja. Aber ich denke mal... Das müssen wir doch auch noch hinkriegen. Ein Taubsi. Wriggle. Du weißt, was zu tun ist. Einfach Konfusion und... Das bringt nichts. Das finde ich echt schon dumm, dass die Trainer hier auch wirklich Wirbelwind einsetzen. Auch wenn es wirklich keinen Sinn hat eigentlich. Gegen Trainerkämpfe. Okay, die hat auf jeden Fall sehr viele Pokémon. Ich sehe schon, ich werde wechseln. Liz, du wirst jetzt einmal angesetzt. Also gut. In dieses Ratz muss ich auf jeden Fall ankommen. Rankenhieb! Ja, sehr schön. Das reicht immerhin vollkommen aus. Das ist geil. Und ein männliches Nidoran. Nein, ich will mal nicht wechseln, wobei... Scheiße, hätte ich wohl doch tun sollen. Egal, mach mal Wickel. Umklammer dieses Nidoran. Umklammer es, bis es umfällt. Am besten wäre ja, wenn der Wickel wirklich mit einem... Ja, mit einem Kritischen getroffen hätte. Weil das ist nämlich auch ziemlich genial. Wenn ein Kritischer einmal bei so einer Wickelattacke trifft, dann wird der Schaden weiter so beibehalten. Das ist das Geniale. Im Prinzip.
an solchen Angriffen und jetzt will ich nicht wechseln, weil Mauzi wird sie doch wohl auch noch hinkriegen. Hier können wir wenigstens wieder Rankenhieb einsetzen. Ohne große Probleme. Ah, jetzt bist du auch angeknabbert, Liz. Von einem sehr bissigen Mauzi. Aber gut, dafür hast du es dir nicht gefallen lassen. Okay, es reicht noch nicht für ein Level. Aber Pikachu. Ja, ich will wechseln. Da habe ich nämlich noch immer meine Geheimwaffe namens Envy Hawk. Mir fällt gerade ein. Bin ich eigentlich am Kraftwerk schon vorbei? Ich glaube schon. Weil dort gab es auch noch ein Pokémon, was ich fangen kann. Und auch wollte. Ich muss echt nochmal gucken, ob ich nochmal zu diesem Kraftwerk komme. Das ist ja in der Nähe von Lavandia. Schau, was du eingerichtet hast. Ja, ich habe dich besiegt. Okay, was haben wir hier Tolles? Moment, darum kann ich jetzt eigentlich auch gucken. Na toll, da ist nichts. Ich habe Angst. Okay, da ist nur so ein alter Typ. Na, ist nur dieser Absprung. Untergrundfahrt, Celadon City, Lavandia Stadt. Okay, hier würde ich auf jeden Fall nach Sophronia kommen. Jetzt freue ich mich, ob die hier auch noch kämpfen wollen. Ich meine, theoretisch könnte ich ja einmal nach Dings gehen. Nach Celadon City. Wo ich wirklich mich immer noch gerade frage, wie die Stadt in Deutschen heißt. Das Abteilungsgeschäft in Celadon hat eine große Auswahl. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Darf man hier eigentlich das Fahrrad benutzen? Ich wollte das Fahrrad benutzen, nicht die Karte. Na gut, hier dürfen wir wenigstens mit dem Fahrrad fahren. Ohne, dass uns jemand davon abhält. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen, dass ich hier drüben lande. Wunderbar. Ich hatte ein schlammendes Pokémon. Taucht in der Nähe von Celadon City auf. Ah ja, dieses schlafende Pokémon. Darum muss ich mich auch noch kümmern. Aber gut, da muss ich erstmal noch ein bisschen stärker werden. Gut, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Nähe von Celadon City. Dann würde ich sagen, beende ich das Video hier jetzt auch erstmal, bevor wir... Wir sind in meiner Lieblingsstadt. Gut, Leute. Wir werden diese Stadt im nächsten Video auf jeden Fall erstmal erkunden. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben hier. So viel sei schon mal gesagt. Ja, Leute, das wird lustig hier. Ich weiß auf jeden Fall, was uns hier nochmal erwartet. Also gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.